Hi, ich bin Daniel und in diesem Video erkläre ich dir ganz genau, wie die Percutan-Methode funktioniert, welche Vorteile sie hat und für wen sie geeignet ist. Und übrigens, unser zu behandelnder Arzt, Dr. Balvi, hat schon selbst 2 Haartransplantationen bei sich durchführen lassen. Und 3-mal darfst du raten, mit welcher Methode? Genau, mit der Percutan-Methode. Daran siehst du schon mal, wie viel Vertrauen wir dieser Methode schenken. Übrigens, falls du uns noch nicht abonniert hast, folg uns gerne auf Instagram und abonniere auch gerne unseren YouTube-Kanal. Aktuell verlosen wir übrigens richtig gute Geschenke während der Weihnachtszeit bei Instagram. Also folgen lohnt sich definitiv. Damit du verstehst, was die Percutan-Technik so besonders macht, möchte ich dir erst einmal den standardmäßigen Ablauf einer Haartransplantation erklären. Der gliedert sich nämlich in 3 Schritte. Der erste Schritt ist die Entnahme der Haarwurzeln, die später verpflanzt werden. Der zweite Schritt ist das Öffnen der Kanäle, in die die Haarwurzeln eingesetzt werden. Und der dritte Schritt ist logischerweise das Einsetzen der Haarwurzeln in die geöffneten Kanäle. Und die Percutan-Technik findet Anwendung im 2. Schritt, beim Öffnen der Kanäle. Es geht nämlich um die Art und Weise, wie die Kanäle geöffnet werden. Vor einigen Jahren wurden die Kanäle noch mit der sogenannten Slit-Technik geöffnet. Dabei wurde eine zylinderförmige Hohlnadel verwendet und die Kanäle wurden gerade geöffnet. Diese Technik findet bei uns keine Anwendung, weil sie veraltet ist. Bei der Percutan-Technik werden die Kanäle mit einem winzigen Schnitt in einer V-Form geöffnet. Und das kann man an dieser Grafik sehr gut erkennen. Und nicht nur das, die Kanäle werden zudem in einem 30-Grad-Winkel geöffnet, damit wir später die Wuchsrichtung der Haarwurzeln besser bestimmen können. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wer ist denn eigentlich für die Haartransplantation mit der Percutan-Technik geeignet? Die Percutan-Technik ist vor allen Dingen für die Leute geeignet, die sehr feine Haare haben und eine sehr dünne Haarbeschaffenheit. Und in der Voruntersuchung mit Dr. Balvi persönlich wird dann entschieden, ob du persönlich geeignet bist für die Percutan-Methode oder halt nicht. Kommen wir zu den Vorteilen, die die Percutan-Methode mit sich bringt. Der erste Vorteil ist ganz klar die geringere Wundheilung. Aufgrund dessen, dass wir die Kanäle mit einer V-Form öffnen und mit einem winzigen Schnitt nur öffnen, wird die Kopfhaut weniger beansprucht und dementsprechend ist die Wundheilung wesentlich schneller. Aufgrund der präzisen Arbeit unserer Experten haben wir zudem auch noch eine höhere Anwuchsrate und die Narbenbildung ist wesentlich geringer. Und dadurch, dass die Kanäle in einem 30-Grad-Winkel geöffnet werden, haben wir halt die Möglichkeit, die Wuchsrichtung der Haarwurzeln exzellent zu bestimmen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir eine viel höhere Natürlichkeit haben, gerade was die Haarlinie angeht. Und der größte und wohl wichtigste Vorteil bei der Percutan-Methode ist die höhere Haardichte. Aufgrund dessen, dass die Kanäle sehr eng aneinander geöffnet werden können in dieser V-Form, haben wir halt die Möglichkeit, die Haarwurzeln noch enger aneinander zu setzen, was wiederum bedeutet, dass wir eine viel höhere Haardichte haben als bei anderen Methoden. Fassen wir das Thema Percutan-Technik nochmal kurz zusammen. Die Percutan-Technik unterscheidet sich von anderen Methoden in der Kanalöffnung. Die Kanäle werden mit einem winzigen Schnitt in einer V-Form und in einem 30-Grad-Winkel geöffnet. Dementsprechend eignet sich die Percutan-Methode perfekt für Patienten mit dünnen und sehr feinen Haaren. Und wenn die Transplantation dann durchgeführt wird mit der Percutan-Methode, haben wir folgende Vorteile. Zum einen eine schnellere Wundheilung, eine höhere Anwuchsrate, geringere Narbenbildung, ein natürlicheres Haarbild und ein wesentlich dichteres Ergebnis. Und wenn du persönlich jetzt wissen möchtest, ob du für diese Percutan-Methode geeignet bist und wie viele Grafts du für eine Transplantation benötigen würdest, dann kannst du hier oben einfach mal unseren Haarkalkulator abchecken. Dort kannst du dir ganz kostenlos deine persönliche Haaranalyse anfordern lassen. Weitere Videos zum Thema Haartransplantation findest du übrigens hier oben und unseren neuesten Upload findest du hier oben. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass gerne einen Daumen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.